Ladies and Gentlemen, hallo und allerherzlichst willkommen damit zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect in unserer Staffel 11. Wir sind mittlerweile, wie soll ich mutmaßen, in einer neuen Folge anscheinend. Folge 19 haben wir allerdings nicht, glaube ich nicht. Ich blick nicht ganz durch, ich habe völlig vergessen, wann die letzte Folge war. Ich bin doch schon wieder völlig raus. Jedenfalls haben wir Tag 19. Es dürfte noch Sommer, dachte ich eigentlich, gerade so Herbst geworden sein. Na gut, wunderschön. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, was wir in der letzten Folge gemacht haben, aber macht ja nichts. Wir kommen da schon wieder rein, ich bin mir da sicher. Also, zunächst einmal habe ich von euch wieder mal Kommentare gekriegt und mir wurde zum Beispiel vorgeschlagen und die Idee, die fand ich so klasse, dass ich die erstmal direkt umsetzen möchte, weil die ist natürlich völlig einfach. Man hat mir mal vorgeschlagen, hier diesen Raum zu so einem Sicherheitsbüro umzuwandeln. Stuhl, Sessel und Holzhocker oder sowas, ne? Büroschreibtisch muss da zwar eigentlich rein, weil man hier mit diesem Raum dann auch gleich einen Nutzen hätte. Ne? Das wurde mir quasi so vorgeschlagen, sag ich jetzt mal. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee eigentlich, ne? So, muss jetzt aber theoretisch natürlich irgendwo noch ein Aktenschrank und sowas rein, aber dann haben wir hier quasi schon mal einen Nutzen von. Der Vorteil an der Sache ist, es gibt jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Einmal können wir nämlich jetzt Folgendes machen. Was derjenige, glaube ich, eigentlich meinte damit ist, pass auf, ich zeig's mal ganz kurz. Wo ist es hin? Oh, ich bin doch immer so blind hier. Das ist so katastrophal. Da ist doch Personalraum. Pass auf, das hier wäre jetzt schon mal ein Personalraum. Der braucht jetzt noch einen Getränkeautomaten. Den können wir ja noch da reinstellen, das ist ja überhaupt kein Thema. Machen wir das nämlich alles hier zum Personalraum. Dann stellen wir hier mal noch so einen Getränkeautomaten rein. Aber was wir vorher machen ist, wir gehen hier vorne auf Objekt abreisen und machen aus diesem Personalraum, der jetzt momentan einer ist, ein Sicherheitsbüro, wo wir dann entsprechend, wie soll ich sagen, die ganzen Sachen unterbringen können. Und das finde ich natürlich dann eine super Idee, ne? Weil auf der Art und Weise können wir uns quasi den Raum sparen. Der hier oben ist ja eh überflüssig, in Anführungszeichen. Und da gibt es dann entsprechend Möglichkeiten. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht natürlich dann das Beste von allem, was wir machen können, weil wir dann halt eben die Möglichkeit haben, sehr effizient zu sortieren. Ich suche natürlich ganz kurz hier die, genau, da ist sie doch, der Getränkeautomat. Die Kaffeemaschine steht ja auch schon da, also von daher, das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Das Sicherheitsbüro selber braucht ein paar Dinge, wie zum Beispiel ein Türkontrollsystem und sowas, was hinterher da rein muss. Ich glaube, das war genauso breit wie das hier, ne? Oder war das weniger breit? Ich glaube, das war zwei breit, ne? Keine Ahnung, muss ich mich wieder reingucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier ein Aktenschrank rein muss und dass hier so ein normaler Schreibtisch rein muss. Den kriegen wir aber auch irgendwo sicherlich noch hin organisiert. Ich stelle den einfach mal dahin und stelle den auch gerade einfach mal so ein Büro dahin. Und dann können wir hier hinten halt irgendwie so die Türsteuerung oder sowas unterbringen. Das wäre natürlich richtig cool, weil dann hätten wir das nämlich auch schon zur Verfügung. Ne? Das ist natürlich jetzt so von der Effizienz her deutlich effizienter. Bauen wir mal ganz kurz ein, geht ja relativ schnell. Dann können wir nämlich die Türen hier unten automatisieren. Das ist schon gar nicht mal so der völlig falsche Gedanke, wenn wir ehrlich sind. Genau, Sicherheitsbüro existiert und damit haben wir dann eine neue, wie soll ich sagen, ein neues Feature zur Verfügung. Gerade eben hat es geklingelt, wir haben irgendwas freigeschaltet. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht mehr was, aber macht ja auch nichts. Erstmal müssen wir feststellen, wir haben eigentlich einiges zu tun. Wir müssen 10 illegale Narkotika finden noch und steigern sie ihre Kapazität auf 100. Aber mit 26.000 Euro sieht das natürlich schlecht aus. Wir haben einiges zu tun, glaube ich, wenn ich mal so ganze Alien hier mal so angucke. Wie viele wohnen denn jetzt momentan überhaupt? 53 von 58 Häftlingen sind da und schicken sie Sicherheitshundeführer, müssen wir auch noch machen. Wir müssen so viel machen, was habe ich denn da gemacht in den ganzen letzten Folgen? Ich glaube, ich habe die ganze Abwassergeschiss schon fertig gemacht, ne? Ah, guck an. Okay, also das habe ich anscheinend die letzten Folgen gemacht, worüber ich mich jetzt natürlich in dieser Folge extrem freue, weil ich mich natürlich jetzt in dieser Folge um den ganzen Blödsinn schon mal nicht mehr kümmern muss. Was mir natürlich sehr sympathisch ist. Nur stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir hier relativ effizient an Geld? Wir haben natürlich relativ viel Holz noch hier rumliegen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich in den Programmen eigentlich schon Sicherheit in der Werkstatt? Könnte ich theoretisch schon fahren? Ich wollte ja am Anfang, bevor wir in dieses völlige Pflanzen und Beet und sowas übergehen, wollte ich ja so ein bisschen den Faktor auf die normale Holzproduktion legen, einfach nur, weil das momentan noch am wirtschaftlichsten ist. Wobei es aus meiner Sicht vielleicht sogar wirtschaftlicher sein könnte, einfach nur immens viele Tonnen an Energie zu verbraten. Also, warte mal, wir suchen jetzt mal diesen Stromexportmesser. Verkabelt sich mit anderen verkabelten Objekten. Ein Objekt, mit dem Sie gespeicherte Energie wieder ins Netz einspeisen können. Ach so, der kann einfach nur irgendwo auf die Landkarte gestellt werden und dann wird der quasi exportiert, der Strom darüber, ne? So, pass auf, den stelle ich jetzt mal dahin
Und dann möchte ich natürlich ganz gerne, dass das ganze Ding dann auch angeschlossen wird. Und dann stellen wir natürlich dazwischen auch noch einfach mal so einen Schalter, einfach aus Prinzip, weil wir es können. Meine Idee oder meine Philosophie ist jetzt eigentlich sozusagen die Möglichkeit zu haben, einfach möglichst viel Energie auch loszuwerden wieder. Das ist eigentlich so die Idee. Finanzielle Vergütung momentan relativ gering, weil wir noch keinen Strom dran haben. Exportmesser. Also ich bin mal ganz gespannt, also ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das wäre natürlich richtig cool. Wir haben so ein bisschen Strom übrig momentan. So, da ist der nämlich angeschlossen. Stromexportmesser. Und wir dürften eigentlich eine Überproduktion haben. Ne? Energieverbrauch momentan fast nichts. Und Energieproduktion richtig hoch, weil der hier momentan ja noch ganz alleine unser Gebäude hier lädt. Das heißt also, weil wir mit den erneuerbaren Energien momentan noch zu wenig Leistung haben. Jetzt ist halt die Frage, wie das hier funktioniert. Also der dürfte ja jetzt... Oh. Der dürfte ja jetzt... Wo war denn hier was los? Da ist doch jemand verletzt worden. Was ist denn mit dir passiert? Cool. Danke fürs Unzufriedensein. Alle Häftlinge essen scheint zu funktionieren, das ist schon mal cool. Aber die können natürlich hier oben auch noch allen Scheiß mitnehmen momentan. Wir müssen uns echt darum kümmern, dass dieser Knast erstmal häftlingssicher wird. Das ist echt so ein Schrott momentan. Also pass auf, wir müssen hier erstmal diesen Knast häftlingssicher machen. Das ist jetzt natürlich richtig teuer, ja, weiß ich auch, aber muss sein. Weil es ist echt halt echt sonst nicht zu leisten. So, da kann übrigens noch ein Stromkabel hin. Und dann sind die auch alle, achso, komm, ganz ehrlich, weg damit. Dann sind die nämlich auch alle schon angeschlossen. So, du kannst dann wieder raus. Und damit haben wir dann zumindest schon mal ein bisschen was an Sicherheit gewonnen. Und dann machen wir heute Nacht einfach nochmal eine Razzia. Das sollte eigentlich funktionieren. Wie sieht's denn jetzt aus? Finanzielle Vergütung momentan 0 Euro. Verbinden. Achso, den kann ich jetzt quasi hiermit verbinden. Und dann funktioniert das, oder was? Ja, finanzielle Vergütung 1000. Okay. Also wenn er jetzt quasi über das Umspannwerk die ganze Zeit Energie abzieht, dann funktioniert das. Ah, der muss also gar nicht mit dem Kabel verbunden werden, oder wie ist das? Ich muss das ja auch noch alles lernen, Jungs. Pass auf, ich mach's mal anders, das ist ja viel einfacher. Ausschalten. Ja, das interessiert den herzlich wenig. Überschüssige Energie wird jetzt komplett über den Stromexportmesser abgeladen. Das ist natürlich cool. Ich dachte jetzt eigentlich, das funktioniert irgendwie anders, aber ihr seht, er ist jetzt damit verbunden. Wir verbinden ihn natürlich jetzt auch damit. Die Obergrenze für den Stromexport wurde auf 1000 Einheiten erhöht. Oh, cool. Okay, pass auf. Die Idee ist jetzt eigentlich... Hey, die Idee ist jetzt eigentlich, den zu verbinden. Aber ich kann den mit dem nicht verbinden. Aber ich kann den hier mit verbinden, mit dem Umspannwerk. Also nur mit dem Umspannwerk verbinden. Okay, aber das macht ja nichts. Ihr seht schon, wir haben jetzt ein bisschen was geschafft. Und das dürfte jetzt eigentlich auch in diesen Zuschüssen sich abgefordert haben. Ne? Wir dürfen, kaufen Sie drei... Exportieren Sie 1000 Einheiten Energie. Und das hat geklappt. Die Obergrenze für den Stromexport wird nun auf 1000 Einheiten erhöht. Exportieren Sie 2500 Einheiten Energie und ihr seht schon, da haben wir schon 40% geschafft, weil der jetzt hier die Batterien runterfährt. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, ne? Lädt auf, ja, überschüssige Energie wird exportiert. Ich sehe da einen Zukunftsmarkt. Also ich sehe da die Möglichkeit, dadurch, dass uns das ein bisschen Geld bringt, sich darum zu kümmern. Und dann würde ich mal ganz kurz sagen, machen wir natürlich nochmal gerade im normalen Truck eben nochmal eine Razzia. Jetzt gerade am frühen Abend, da gibt das nicht ganz so viel Schlägerei, weil die danach wenigstens noch ins Bett gehen können. So, Schlafsäle werden gerade abgearbeitet. Ihr seht schon, das läuft alles. Das sieht ja momentan wirklich verheerend aus da drin. Ne? Wir müssen eigentlich dringend irgendwie den Gebäudeputz und Co. in den Griff kriegen. Jetzt haben wir noch ein paar illegale Narkotika gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Schutzhafttrakt auch mal eben durchsuchen können. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ne? Das dürfte eigentlich kein Thema sein. Und dann, ich möchte irgendwie noch irgendein illegales Narkotika finden. Das ist jetzt eigentlich so mein Ziel. Ah, ihr seht schon, alles wird auf den Kopf gestellt. Ah, leider nichts mehr gefunden. Schade. Was ist denn hier los? Achso, tiefer geht nicht mehr, okay. Exportgespeicherte Energie. Damit sie richtig funktionieren, müssen Stromexportmeter an ein mit Batterien ausgestattetes Umspannwerk angeschlossen werden. Angeschlossene Stromkräfte einschließlich Kraftwerken. Okay, also, für unsere Schaltung, die wir jetzt hier vorne haben, bedeutet das folgendes. Der hier exportiert so lange Strom, wie er jetzt hier quasi überschüssigen Strom hat, aber keinen aus Batterien. Okay, aber der würde Strom exportieren, von dem der hier momentan maximale Energieproduktion 800 und wir verbrauchen nur 600. Das Problem ist, dass der auf dieser Seite vom Kraftwerk rauskommt und wir den ja quasi nicht koppeln können. Heißt aber, wenn ich den jetzt noch an dieses Umspannwerk mit anschließe, beziehungsweise an ein anderes Umspannwerk anschließe, bevor ich den ins Netz exportiere, kann ich einen Stromexportmesser dazwischen schalten und den quasi dann auch exportieren lassen. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so doof aus. Aus meiner Sicht.
So, Hygiene ist gerade ein ganz hohes Bedürfnis, wie ich gerade feststelle. Und wir haben, glaube ich, gerade unseren Stromexport nochmal geschafft. Kann das sein? Nee, haben wir noch nicht. Aber 40% momentan. Exportieren Sie 5000 Einheiten. Sorgen Sie dafür, dass 25 Häftlinge Solarpanel. Nein. Kaufen Sie 10 Windkraftanlagen, 10 Solarpaneele. Der Spieler darf einen Elektrizitätsweg für die Dauer von 10 Tagen im Spiel nicht benutzen. In Anwesenheit von Gefangenen. Oh. Oh, cool. Okay. Laden Sie 100%, 100 Batterien vollständig auf. Achso, 9%. 100 Batterien müssen wir auf. Oh, das ist ja richtig teuer. Naja, gut, aber gut. Ich weiß jetzt zumindest schon mal, dass das grundsätzlich funktioniert. Ich wollte mal ganz kurz nochmal gucken, was so ein Umspannwerk eigentlich kostet. 1000. Ja, bis uns das wieder reingeholt haben. Das ist natürlich belastend. Da ist es schon besser, wenn wir irgendwie die Drogen da finden würden und unsere Kapazität steigern. Aber das wird natürlich jetzt so zeitnah auch nicht passieren. Wir haben mal ein bisschen Holz im Lager. Also, was ich mir so vorgestellt hatte, war jetzt einfach zu sagen, wir machen mal ganz kurz hier vorne wirklich Werkstatt rein. Also ich mache das jetzt mal ganz kurz zur Werkstatt hier. Und ich mache jetzt quasi in diese Werkstatt rein, logischerweise, einmal so ein paar Tischsägen. 3 Stück oder sowas. Und dann hier noch diese Hydraulikpresse. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier nochmal einen Tisch hinzustellen. Und die Idee ist dann im Grunde genommen, dafür zu sorgen, dass wir quasi problemlos, ja, wie soll ich sagen, dass wir quasi zumindest problemlos in der Lage sind, hier ein bisschen Geld daher zu kriegen. Und dann können wir nämlich das Programm starten, dann können die das nämlich hier alles auch schon mal in Werkstatt verlagern, dann liegt das Ganze auch nicht in unserem... Was ist denn jetzt los? Kann der jetzt da oben rausbrechen? Nee. Wie ist der denn da überhaupt hingekommen? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie sieht das nicht so aus, als wäre der da normal hingekommen, sondern als wäre der dahin gebackt. Wo hat der denn seine Zelle überhaupt? Da sind zwei drin, da läuft einer rum, da sind zwei drin, aber der gehört, glaube ich, zu dem hier und da. Also, wie ist der da hingekommen? Also, ich meine, der kann nicht ausbrechen. Er könnte über einen Zaun klettern, aber... Wie ist der da hingekommen? Ach, der ist hier durchgegangen. Ach so. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich habe gerade völlig vercheckt, dass es da ja auch noch Probleme gibt. Ich mache mal hier oben den Zaun zu. Nur zur Sicherheit quasi. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Nicht, dass das da irgendwann zum Problem wird. Was haben wir denn momentan für ein Wetter überhaupt? Herbst und bewölkt. Die Batterien laden zwar auf. Also wir laden die Batterien ja momentan alle auf, weil unser Kraftwerk hier noch läuft. Und wir haben endlich was gefunden. Wir haben neuen Zellenzuschuss. Ihr seht, ich muss gerade so ein bisschen dafür sorgen, dass wir erstmal Geld kriegen. Und wir können erstmal diese Ernährungsstudie an Gefangenen jetzt machen, weil das relativ einfach geht. 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer Vielfalt. Und da können wir uns natürlich direkt drum kümmern. Einmal auf Zuschüsse, Programme. Nein, Regeln. Ach, hier hat hier jemand mal gefragt, damals, als die Staffel 10 zu Ende gegangen ist, damals, sozusagen, wo kann man sein Gefängnis verkaufen? Hier. Pass auf, Regeln. Also Essensmenge, was sollte ich machen? Servieren Sie 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer Vielfalt. Also Essensmenge niedrig und geringer Vielfalt niedrig. Ne? Also nicht keine Vielfalt, sondern niedrige Vielfalt. Und dann müssen wir im Tagesplan dafür sorgen, dass die heute quasi nur Freizeit danach haben. Also einfach nur eine Mahlzeit am Tag. Ein zusammenhängender Block sozusagen. Das dürfte das hier gewesen sein. Und dann können wir quasi als... Da geht's los, genau, 2%. Und da seht ihr schon, dann funktioniert das Ganze. Ich glaube, wir haben übrigens gerade erfolgreich schon wieder etwas exportiert. Kann das sein? Also wir haben, glaube ich... Nee, haben wir nicht. Was bimmelt denn hier die ganze Zeit? Ich erforsche doch gar nichts. Naja. Wenn die Batterien jetzt voll aufgeladen sind, dann wird der ab dem Moment, wird er ja anfangen, überschüssige Energie zu exportieren. Also in der Sekunde quasi, wo wir hier die Batterien randvoll aufgeladen haben, und das geht relativ schnell jetzt, auch wenn die Solarpaneele momentan keinen Bock haben, weil es bewölkt ist, seht ihr, ab da wird das quasi problemlos in den Griff zu kriegen sein. So, haben die hier eigentlich... Ich hab's mir das übrigens gedacht, was jetzt passiert. Also, die haben ein Bedürfnis nach Privatsphäre. Und dieses Bedürfnis nach Privatsphäre wird vermutlich in Zellentrakten nicht erfolgreich umgesetzt. Also in den Schlafsälen. Also Bedürfnis nach Privatsphäre ist bei den allermeisten Häftlingen hoch, weil die in Schlafsälen mit einem anderen Kollegen zusammensitzen. Die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie ganz alleine in ihrer Zelle sind. Ja? Also versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen blöd. Das Problem. Also das muss ich wirklich sagen. Was ich jetzt aber mal machen werde, ist was ganz Dreistes. Ich kaufe mir mal ganz kurz so ein paar Etagenbetten.
Also ich weiß nicht, ob wir langfristig mit den Schlafsälen fahren können. Also wenn das mit dem Privatsphäre-Problem zu groß wird, dann muss ich die Zellen auf Einzelzelle umsetzen. Was ich jetzt aber mal machen werde, ist, ich werde jetzt einfach mal jeder Zelle hier in einem Anfall von Dreistigkeit, außer denen hier vorne, die sind ja schon fertig, für ganz billig Geld mal eben noch ein paar Betten dazustellen und dann quasi dafür sorgen, dass sich unsere Kapazität dadurch automatisch erhöht. Weil Betten können wir ja sowieso gebrauchen, das ist ja kein Fehlkauf. Das ist ja einfach nur eine Investition in die Zukunft, wenn man so möchte. Ich muss mal ganz kurz meinen Tisch hier ein bisschen runterfahren. Wir sollten die Effizienz erhöhen. Nee, auf Stufe 1, du, da wollte ich aber eigentlich nicht hin. Das war ein bisschen zu niedrig. Ha, so. Nicht, dass ich hier so ganz krumm sitze, wenn ich hier aufnehme. So, wie schaut's aus? Wir haben jetzt insgesamt 74 Häftlinge zur Verfügung. Jetzt gleich 75, ne? Das sollte ja kein Thema sein, genau. So, 75 Häftlinge könnten jetzt. Und wenn ich das jetzt hier vorne auch noch mache, dann dürften wir ja eigentlich in den Bereich der richtigen Richtung gehen, ne? So, jetzt sind es nochmal 8 Zellen mehr. Wie viele Zellen brauchen wir denn noch? Wir sollen auf 100 erhöhen. Ach so, wir haben jetzt 75, das heißt, wir haben also jetzt mit 8, also wir brauchen logischerweise 25 Zellen noch. 8, 9, 10, 11, 12. So, 25 bräuchten wir insgesamt, aber wir haben dann schon mal ein bisschen Fortschritt. Das wäre mir erstmal wichtig. Wir brauchen, wie gesagt, so ein bisschen Geld, ne, damit das Ganze hier nicht völlig den Bach runtergeht. Da jetzt schon wieder Schlägerei. Ja, Drogen hat er als Bedürfnis. Das ist natürlich belastend und er hat die Dusche beschädigt. Hört ihr dieses Klingeln auch immer? Das ist irgendwie so komisch. Aber jetzt lädt er momentan noch die letzte Batterie hier unten, das Umspannwerk. Energieproduktion 599 Einheiten. Aktuell überschüssige Energie 599 Einheiten. Ja, deswegen lasse ich das gerade mal parallel laufen, weil ich mich ganz kurz da interessiert zeige, dass das Ganze funktioniert quasi. Und habe hier unten Best vergessen, fällt mir gerade auf. Das kann mir ja wohl nicht passiert sein. So. Und dann haben wir so ein bisschen Fortschritt. Wisst ihr, dann haben wir so ein bisschen was erreicht schon. Und hier fehlt jetzt momentan umschlossen, von Wänden und Türen umriegelt. Ja, gut, meinetwegen mache ich dir auch noch eine Tür, eine Wand da rein. Ich mache jetzt hier natürlich so eine improvisierte Wand rein, weil ich ja eigentlich gar nicht will, dass das hier der Zustand wird. Und selbstverständlich kommt da auch schon mal ein Metalldetektor hin. Oder beziehungsweise hier kommen die schon mal hin, weil da wird ja auch in Zukunft die Dings sein. Also deswegen, da können ruhig die Metalldetektoren schon mal hin, die sind automatisch angeschlossen. Das sollte auch hier vom Elektrizitätswerk momentan noch kein Problem darstellen. Das sieht gut aus. Und dann haben wir quasi hier unser erstes Programm, was wir starten können. Und dann machen wir das doch gerade mal, und zwar die Sicherheit in der Werkstatt. Das ist für mich jetzt mal gerade Faktor 1. Achso, ich muss hier vorne noch eine Tür reinmachen. Ach du Jemine. Was machen wir denn da mal effektiv? Also irgendwas, was ich ohnehin schon kaufen muss. Und eine Einzelhaftstür wollte ich ja sowieso nochmal kaufen, deswegen können wir das auch ruhig gerade mal machen. So, und dann hoffe ich natürlich, dass die Batterie jetzt bald voll wird, dass wir dann Strom exportieren können, dass wir da wenigstens Geld für kriegen. Ne, das ist mein Ziel für heute. So, also Programme. Wir starten einmal das Programm Sicherheit in der Werkstatt mit unserem einen, hier, wo ist er eigentlich? Wohnt er noch hier unten? Da, unserem Vorarbeiter. Genau. Also ihr seht, um das mal ganz kurz festzuhalten, dafür kann man halt eben verschiedene Vorarbeiter einstellen. Also bis zu 5, weil dann 5 verschiedene Programme je nach Größe des Gefängnisses entsprechend laufen können. Ne? Das ist dann so ein bisschen produktiver. Ich habe übrigens das Gefühl, dass unsere Hausmeister mit dem Saubermacher nicht mehr hinterherkommen, aber nun gut, ist dann anscheinend momentan leider Gottes so. Ah, schön. Okay, also es läuft. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben also zumindest schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir werden also in den nächsten Tagen ein bisschen Geld kriegen. Diese 20.000 Euro für Zellenblock C sollten relativ schnell zu kriegen sein. Und dann sind wir auch in der Lage, uns darum zu kümmern. Ja, Türkontrollsystem kostet gerade ein bisschen mehr Geld, als es uns Nutzen bringt. Deswegen schauen wir mal. In dem Sinne würde ich allerdings sagen, die Folge ist, auch wenn ihr das immer sagt, ihr hättet gerne längere Folgen, aber ich möchte ja euch irgendwie schon die 4 Folgen in der Woche auch zur Verfügung stellen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns logischerweise dann in der nächsten Folge am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.